Listen to me now. Infanteristin, Panzerkommandantin, Militärpolizistin oder doch Sanitäterin? Der Girls Day am 25. April 2019 bot interessierten jungen Frauen Einblicke in die große Bandbreite beruflicher Möglichkeiten beim Bundesheer. Soldatinnen sind seit 1998 ein fixer Bestandteil des Bundesheeres und in allen Funktionen und Waffengattungen tätig. Ihnen stehen dabei dieselben Karriere- und Verdienstmöglichkeiten offen wie ihren männlichen Kollegen. Mehr als 150 Frauen aus verschiedenen Bundesländern waren zum Girls Day in die Martin-Kaserne nach Eisenstadt gekommen, um Einblicke in das Leben beim Bundesheer zu bekommen. Die Organisation des Girls Day in der Martin-Kaserne wurde vom Major Jürgen Scholz durchgeführt. Die Organisation wurde von mir geleitet, wurde vor etwa 2,5 Monaten begonnen mit der Planung und umgesetzt wurde das Ganze mit der Durchführung. Hier, wie man sieht, die Stationen auf 6 Stationen betrieben mit einem Vormittag- und einem Nachmittagsprogramm, wobei am Nachmittag hier 3 Stationen vorgesehen. Wie ist das Interesse und was sind die Aufgaben? Am heutigen Tag haben sich 115 Mädchen angemeldet. Es waren auch 20 Begleitpersonen mit, das sehr gut angekommen ist und hier von unserer Seite her auch befürwortet wird. Zu den Stationen am Vormittag wurde zum Mittagsprogramm ein Feldlager errichtet. In diesem Feldlager standesgebend für einen Soldaten das Essen aus dem Nieroster-Essgeschirr. Hier, um das Gefühl zu kriegen, wie es ist als Soldat, dementsprechend das Essen hier im Felde einnehmen zu können. Wir haben die Damen bei fast allen Stationen begleitet. Ja.
Zum Mittag gab es Chili con Carne im Feldlager mit dem typischen Bundesheer Feldgeschirr. Ja,